Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum Weihnachtsspecial 2014. Ja, wir befinden uns heute mal auf der Strecke U-Bahn Frankfurt für Trains 2012 und fahren heute mit einem U2 E-Wagen auf der Linie U7 von Hausen nach Enkheim. Also ich würde erstmal das Wetter umstellen, ja. Und zwar wollen wir es ja ein bisschen so haben, dass es ein bisschen winterlich ist. Und bitteschön, heute ist ja Weihnachten, da können wir das mal machen. So, wir müssen die Oberleitung mal, also die Stromabnehmer hoch tun. So. Dann setzen wir uns mal in das tolle Gefährt rein. Wirklich, ja, schön detailliert, gestaltet. Und hier neben ist sogar der diese Zielanzeigen. Kann man hier switchen. Und dann stellen wir mal ganz kurz um. Also erstmal die Leute reinlassen, öffnen nach links. Und dann die Zielanzeige auf U7 Enkheim. Das wäre Rollbahn 36. Ey, Rollbahn 36. 34, da haben wir 36. Okay. So, stimmt das jetzt mit U7 Enkheim? Jo, stimmt. Abfahrt ist dann auch irgendwie gleich, sobald der andere da ist. Das können wir ausmachen, kann ich selbst. Das können wir auch erstmal. Ach guck, wir machen gleich alles aus. Dass man so ein bisschen ein tolles Fahrerlebnis hat. So, jetzt schauen wir erstmal, ob dann überhaupt die Weichen gestellt sind hier vorne. So, der ist nach rechts, das passt. Der auch nach rechts. Jo, also Aufnahme abgebrochen. Hey, haben wir grünes Signal. So, ja, mal schauen, wo der Kollege gerade sich, wo der Kollege gerade rummacht, da vorne. Der ist gleich auch da. Ist gleich auch da. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir los, dass wir uns an der großen Nelkenstraße treffen. Dann schließen und so. Naja, die U2-Wagen sind ja bis in diesem Jahr noch auf der U7 gefahren. Ja, ich habe sogar auch Ansagen mal mit drinne, nicht so wie im Livestream, also jetzt hören. Nächste Station, Hessen Center. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nee, das ist die falsche Richtung. Nächste Station, Große Nelkenstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das passt schon besser, so. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen U2-Wagen, weil das ist alles vom Stand 2014, also Mitte 2014. Wir wollen noch auf der U6 PTB-Wagen fahren. Und die A-Strecke ist auf dem Stand von 2012, wo auch noch U2-Wagen fahren. Also wirklich ein schöner großer Wagenpark hier dabei. Und ja, ich denke mal, die Grafik ist annehmbar. Also wirklich für Trains eines der besten Sachen, was du da machen kannst. Ja, wirklich schön, so halt mal ganz vorne hier, das ist so, wie man es machen muss. So, Lord Passenger ist rechts 20 Sekunden. Und währenddessen können wir uns ja mal hier ein bisschen, nein, die Station anschauen. Hier oben auch ganz detailliert diese Anzeige gemacht. Das ist noch der alte Fahrkartenautomat, der hier drin ist. Das ist ja jetzt auch fast an den meisten Stationen Geschichte, ja. Da haben wir die U-Bahn. So, und dann fahren wir weiter. Ich habe jetzt vergessen zu klingeln, aber okay, egal. Scheiß drauf. Nächste Station, Industriehof. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahnlinie U6 in Richtung Heerstraße vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Sowie zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, die kennt sich hier aber aus, Mensch. Naja, okay. So, jetzt fahren wir ein bisschen langsamer, weil da vorne ist ein Signal. Ich weiß nicht genau, ob für die U6 eingestellt ist, die Weiche, oder für die U7. Ich denke einfach für uns, aber so ganz sicher gehen will ich mir da nicht. Ja, jetzt ist es gerade rot, ne? Deswegen, das meinte ich, da muss man immer ein bisschen langsam fahren. Nicht, dass hier
auf einmal rot ist. So. Jetzt ist er auch gerade wieder grün hier. So, dann dürfen wir, glaube ich, mit 20 hier die Kurve lang fahren. Ja, für die U6 ist auch schön zu sagen, es ist die einzige U-Bahn-Linie, wo jetzt ja innerhalb von 3 Jahren, also von 2012 bis 2015, alle U-Bahn-Wagen außer der Typ U4 fahren sollen. Also es ist wirklich eine große Typenvielfalt auf der U6. Also wer jetzt noch Altwagen sehen möchte, sollte sich zu U5 und U6 machen. Bei der U5 fahren noch PTW-Wagen und bei der U6 fahren ab April U3-Wagen. Ja, die sind hier leider noch nicht dabei, die U3-Wagen auf der U6. Da fahren jetzt PTB und U5-Wagen. Aber wer jetzt die U6 so ein bisschen mitbekommen hat die letzten Jahre, ist wirklich ja sehr schnell umgestaltet worden auf neue Wagen. Allerdings wollen sie jetzt erstmal die U4 auf neue Wagen umstellen. Also bis April könnt ihr diesen Mitte 2015 könnt ihr diesen Wagentyp auf der U4 sehen, ja. Wirklich toller Wagentyp. Und jetzt sollte ich zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das so machen. Weil sonst schneit es hier durch den Tunnel und das wollen wir nicht. Kirchplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist nämlich übrigens die Stadtbahnausstellung im Kirchplatz. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür halbwegs interessiert. Ja. Komm, anhalten, anhalten, Alter! Oh Gott. Komm, halt an, halt an, halt an. Gut, als 4 Wagen, auch gut, auch gut. Gut gehalten. Halt als 4 Wagen zu kommen, jetzt gehalten. Ha! Boah, hier, ich hab's so geil gehalten, Leute, ist ja mal Hammer. Oh, da muss man ja wieder Hauptuntersuchung machen, 2005. Mensch. Naja. So ist das. So, fahren wir weiter in Richtung Enkheim. Und ja, ich habe mal an euch so die Frage, nein. Ja, die Leipziger Straße ist eine der 4 Haltestellen in der Frankfurter U-Bahn, die 2 Gleise übereinander hat. Kann ich euch auch gleich mal zeigen, die anderen 3 Stationen. Oh, 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 oh. Nicht, dass ich hier wieder so scheiße halte. Die hat nämlich 2 Gleise übereinander, genauso wie Bornheim-Mitte, Höhenstraße und Merianplatz in Bornheim. So, halten, 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 halten. Nach links 20 Sekunden. Hallöchen. So, okay. Und zwar ist es hier so. Nach Enkheim fahren die hier und nach Hausen fahren die 1 weiter unten drunter. Von neben sieht das dann so aus. Ja, auch ganz schön. Da fehlt auch hier das Mittelteil. Ist halt so ein bisschen immer Grafikfehler hier in Twains. Dass nicht alles angezeigt wird oder so. Es ist schon ein bisschen, manchmal ein bisschen nervig. Aber ich meine, der hat die ganze Frankfurter U-Bahn dafür nachgebaut. Außer die Linie U5. Und das ist ja wirklich mal Hammer. Also dafür kann ich wirklich nur sagen, Respekt, Alter. So, na und da haben wir es ja schon. Gut, dass ich ja ein bisschen gebremst habe. So, ich fahre mit 40 mal in die Station rein hier. Ich denke, dann kann man es noch gut hinkriegen, bis vorne zu bremsen. Ja, auf jeden Fall. Noch ein Kollege der U4.
U4, U7. Und die U4 kann ich euch auch kurz mal zeigen. Na, jetzt habe ich aber zu früh gehalten hier. So, das sollte irgendwie reichen. Komm. Lord Passengers, links 20 Sekunden. So, und zwar ist hier der Bahnsteig der U, ja. Der Bahnsteig hier, ja. Und der Bahnsteig der U4 ist hier hinten. Das ist die neueste Strecke der U-Bahn, ja, Frankfurt. Bockenheimer Warte. Und steht da hinten gerade eine? Nee, da steht keine. Also es fährt hier auch irgendwie sehr wenig U4, sonst steht immer. Ach doch, da ist ja eine. Da unten. Die fährt dann auch irgendwie in Kürze los. So, wir fahren aber jetzt mal weiter. Weiter in Richtung Enkheim. Ja, mit diesem tollen Add-on. Ja, wenn ihr Fragen habt oder sowas zu diesem Add-on, weil ich habe auch erstmal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da reingekommen bin mit allem möglichen, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, dann haben wir ein bisschen was zu schwätzen, ja. Und ja. So. Ich bin ja immer recht vorsichtig mit in die Station fahren, deswegen bremse ich immer ab, weil die normalen Zugfahrer machen das ja mit 60 oder 70 km/h in die Station reinfahren, das würde ich ja hinbekommen. Da hätte ich so viel Schiss, Alter. Also in echt jetzt, meine ich jetzt. So, da mache ich lieber so, dass ich dann immer hundertprozentig gut halte. Ja. So, wir können uns ja mal den Zug aus von innen anschauen. Übrigens auch sehr detailliert gemacht hier. Muss halt immer ein bisschen laden. Also so sieht das Ding wirklich in echt aus. Ja, ich wohne ja in Frankfurt, zumindest meistens oder manchmal oder keine Ahnung. Nur hier neben fehlt der Drücker. Das sieht man doch gleich, dass da der Drücker gefehlt hat hier. Also das hätte Altair vielleicht noch zufügen können. Aber sonst sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, und für alle, die das Add-on jetzt nicht kennen, ja, für die kann ich sagen, es ist das beste Freeware-Add-on, was es für Trains Railroad Simulator 2012 gibt. Zumindest finde ich das, ja. Also auf Trains Depot oder so findet man kein besseres. Man findet vielleicht, ja, die Baureihen 423 bis 426, jo, auch ganz schön. Aber so ein riesen Komplettpaket gibt es wirklich nur hier bei der Frankfurter U-Bahn. Und das ist wirklich Hammer gemacht. Also wirklich großes Lob an Alter Alexei, der diese Strecke hier gemacht hat. Kennt der ein oder andere vielleicht schon aus Ormsi. Der macht nämlich da auch den Dingens. Ach. Der fährt im Übrigen gerade einen U6 mit einem U5-Wagen, ne? Auch sehr schön. Der hat auch den Citaro oder den Solaris für Ormsi gemacht. So, hier nochmal eine Ansicht. Man kann auch mal die Ansicht 3 nehmen, ja, wenn man das möchte. Und da hinten sieht man schon die U6. Und das ist hier der Fahrer aus. Ja, wie heißt es? Citybus Simulator 2012, kann das sein? Oder München? Nein. Oh, ich hab die. Oh, ja, so muss ich das machen. Hä? Wir sind im Tunnel. So, und dann fahren wir weiter und weiter und weiter und weiter und dann wechseln wir wieder in jeden Ansicht. Hauptwache, lass mal. Komm mal einkaufen. Das ist hier die Station, wo links die Dingens ist. Links ist die S-Bahn und hier rechts ist die U-Bahn. Und die S-Bahn hat ja viel längere als Station, deswegen sieht man das auch hier ganz gut. Da fährt man mit der U-Bahn einfach mal parallel zum S-Bahn-Bahnsteig. Auch ganz schön. Nur die Station Konstablerwache finde ich da noch ein bisschen schöner. Ich sag euch dann auch warum. So, S-Bahn fahren natürlich auch die wie gesagt, die 423er aus dem, ja,
entronnen Paket da vom Transipo. Die gab es da auch, die habe ich mal da reingesetzt. So, rechts, 20 Sekunden. So, ja, oben ist halt leider nichts gemacht, aber ich meine, warum sollte man oben was machen, ne? Das ist ja schon idiotisch. Und da kommt eine S-Bahn im Übrigen. Ja. Schönes Ding. Da vorne ist die U5 und die U4. Auch sehr, sehr schön. Da kommt sie. Auch sehr, sehr schön gepixelt, also wirklich. Sehr, sehr schön gemacht im Übrigen. Also wirklich sehr, sehr großes Lob wirklich an diese, an diesen Map-Ersteller. Das ist wirklich mit Abstand die geilste Map, die ich in Trains jemals gefahren bin. Hammer. So, das hier ist wirklich meine Lieblingslinie, Lieblingshaltestelle, Konzertler machen, was einfach so cool gemacht ist. Auf dem gleichen Bahnsteig fährt die S-Bahn wie die U-Bahn. Das ist wirklich sehr, sehr hammermäßig gemacht, also wirklich, boah, beste. Also diese Idee war wirklich Hammer von der VGF, die damals, damals hieß es ja, noch, ach wie hieß es, Frankfurter Verkehrsverbund oder so irgendwie. Ja, und hier vorne fährt ein U4 gerade ein nach Bockenheimer Warte. Entschuldigt bitte, da ich ein bisschen verschnupft bin. Ja, auch sehr, sehr schön der Typ U3, der wird bald nicht mehr auf der U4 fahren. Ja, schon alles vorbereitet, dass er auf die U6 kommt. So, jetzt fahren wir weiter. Leider ist keine S-Bahn mehr auf dem gleichen Bahnsteig gefahren, aber okay, dann halt nicht. So, jetzt ist es so und dann splittet sich das auf. Rechts geht die U6 zum Ostbahnhof weiter und dann fahren wir aber weiter geradeaus nach Enkheim. Ja, auch sehr, sehr schön. Beim Zoo wurde jetzt auch die letzten Jahre ganz, ganz viel modernisiert und sowas. Auch die Straßenbahnhaltestelle. Und ich denke, der Zoo lässt sich jetzt wirklich mal wieder sehen lassen. Blicken lassen. Sehen lassen, keine Ahnung. U6, Kollege. Hi. Es ist sogar meines Wissens nach ein PTW-Wagen auf der U7 hier im Einsatz. Hier in diesem Dingens, der Einzelkurs, der auch in meinem ÖPNV-Video war. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da war auch ein Einzelkurs PTW-Wagen drin. Ich glaube, mich zu wissen, dass hier auch einer drin ist. Ich will mich jetzt nicht festnageln, aber er sollte irgendwo in Enkheim rumdümpeln. Ja. So, gleich kann ich euch auch noch den schönen Betriebshof zeigen. Was wirklich, ja, wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Halt leider nur am Vorbeifahren, weil sonst müsste ich die U4 fahren, das habe ich jetzt nicht gemacht und da und so weiter, ihr kennt es ja. So, anhalten, sehr gut. Lord Passenger, es ist halt immer so ein bisschen nervig, das mit den Lord Passengers zu machen. Die Spiegel funktionieren leider auch nicht. Ja, ist halt so ein bisschen, das kann man halt wegen Twains nicht machen, weil das ist halt eigentlich... glaube nur ein Güterzug oder so Simulator, ohne sehr viel Passagierzeugs. Dafür gibt es dann auch extra die Niddertalbahn, Glaube-Stockheim oder halt, ja, Glaube-Stockheim, Bad Vilbel-Frankfurt, die Strecke. Und ja, so, jetzt muss ich mal gucken, ob die Weiche hier wirklich gestellt ist. Nicht, dass ich hier mich noch vertue. Wo bin ich dann? Hier, bin ich hier? Nein. Bin ich denn? Boah, ist der dann verrückt oder was? So, ja, nach links, okay. Das war jetzt nochmal wichtig. Nein, nicht. Okay, P. Das ist schon mal wichtig, dass das nicht passiert, weil sonst würde ich noch Ostbahnhof abbiegen und das will ich nicht. So. Umsteigemöglichkeit für Bus 32.
So, die Stationen sind übrigens nicht sehr weit entfernt. Habsburger Allee und Parlamentsplatz, also die nächsten beiden. Genauso wie Friedhof Westhausen, Stefan-Heise-Straße. Alter. Das schaffst du. Komm. 40. Oh Gott, 20. Ja, okay, schaffen wir. What? Gerade noch so geschafft. Links, weißt du, sehr schön. Und da ist übrigens auch noch ein Zweiwagen. Also hier sind, ich glaube, es ist nur ein Kurs PTB und ein Kurs U5-Wagen. Hier auf der U7 im Einsatz. Finde ich auch ganz gut, weil es ist ja möglich passend zum Stand 2013, ja. Oder nee, es ist doch Stand Anfang 2013, wo die U6 noch nicht vollständig abgelöst wurde und die U7 noch gar nicht angefangen. Also wirklich cool, ja. Und da vorne ist schon die nächste Haltestelle, sieht man ja. Da lohnt sich gar nicht so richtig schnell zu fahren. Da kannst du eigentlich nur 45 lang düsen, ja. Bist du so, brauchst du so nur eine Minute für. Ja. Ich wollte dich auch mal fragen, genau, was haltet ihr denn von der Umstellung der U6 auf U3-Wagen? Was haltet ihr davon? Weil im Forum wurde da schon heftigst diskutiert und da wollte ich euch einfach mal in den Kommentaren fragen, die sich so ein bisschen auskennen in Frankfurt, was haltet ihr davon, dass die U6 wieder nicht barrierefrei wird und die U4 mit jedem zweiten Zug modern fährt, sozusagen, ja. Also würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ich denke dazu folgendes, ja, ist mal ganz schön auf der U6 was Neues zu haben. Das ist ja auch nur für ein Jahr vorübergehend, bis die U4 umgestellt ist. Und da kommen die anderen U6-Wagen ja auch wieder zur U6. Und dann muss halt wieder geguckt werden, wie ist es mit der U5. Muss dann die U6 wieder umgestellt werden auf PTB-Wagen. Also es könnte sein, dass dann 2016, 17, wenn die U5 umgebaut ist, die U6 mit PTB-Wagen nochmal fährt. Ich will euch da aber jetzt nicht nichts garantieren. Ne? Also es könnte sein. Es ist alles möglich. Es könnte auch sein, dass wieder U2H-Wagen dort fahren, ja, was auch völliger Humbug wäre, weil die eigentlich abgestellt sind alle, beziehungsweise schon einen Teil verschrottet. Und ja, jetzt gleich geht's auch hoch, ne, nach der Eissporthalle Festplatz geht's wieder nach draußen, da kann ich auch wieder den Schnee anschalten. Die U7 ist halt so die Linie mit den meisten oberirdischen Anteilen der B- und C-Strecke. Außer halt die U5, die kann man halt, wie gesagt, nicht fahren. Sonst wäre ich die U5 gefahren, weil das ist wirklich eine Hammerlinie. Die U5, also wirklich meine Lieblingslinie in Frankfurt. PTB-Wagen, Einstieg vom Straßenniveau und sowas ist einfach der Hammer, finde ich. Warum leckt das jetzt so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Ja. Also wirklich der Hammer, die U5, ja. Also wer die U5 nochmal bauen würde, Alter. Da würde ich mich so sehr freuen, Alter. Das würde ich sofort am Release-Tag raushauen, Alter. Egal wie lang die Folge ist, ich würde es hochladen, ja. Also das wäre Hammer. Aber ich denke, es wird nicht passieren, Leute. Es sind auch meines Wissens nach Straßenbahnen hier im Einsatz, zumindest auf der A-Strecke. Bei der 16, nur da ist bei mir das Problem, die AI, KI fährt nicht so, wie sie soll. Sprich, die Züge bleiben einfach irgendwie nach 5 Minuten einfach mal stehen, wie sie Lust und Laune haben, bleiben einfach stehen, fahren nicht weiter und verursachen einen riesen Stau. Und deswegen fahre ich das eigentlich nicht mehr, die A-Strecke. Also wenn da jemand weiß, wie man das beheben kann, dann bitte mal in die Kommentare. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr haben wollt, welche Linie, welchen Wagentyp oder so. Ihr könnt doch was ganz Fiktives machen, zum Beispiel U2H auf der U4. Das kann ich auch einrichten, ja. Oder was gibt es da noch? U4-Wagen auf der U7. Das wäre natürlich auch sehr fiktiv. Aber ich würde es machen, ja. Wenn ihr euch das wünschen würdet. Ich kann auch auf jeden Fall wieder die U2H auf der U3 oder U2 fahren, wenn das Problem weg ist mit dem Dingens da, ne. Weil darauf habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Dass da irgendwie die ganze Zeit was rumsteht mit einer Aufnahme, das ist kacke. So, hier ist auch das Stadion der
FSV Frankfurt, da. Ist nicht ganz so geil nachgebaut, aber ich meine, man kann es erkennen, man kann auch hier die Autobahn erkennen. Also, das meine ich auch immer hier. Wirklich schön gemacht. Hier neben geht es zur Straßenbahnlinie 12 weiter. Ja, zur Eisverteile Festplatz halt. Die geht da so links und dann so weiter, ne? So, jetzt ist die Tür wieder zu und dann machen wir. So. So, ich habe jetzt wahrscheinlich rotes Signal. Weil die U4 wahrscheinlich noch am rausfahren ist oder noch vor mir ist. Das ist natürlich nicht ganz so genial, weil ich dann halt in der Folge so ein bisschen warten muss. Ich kann ja mal schauen, wie das so ist. Kommt da gerade eine U4? Oder steht eine U4? Okay. Also beide nach links. Jetzt ist grün. Also da war anscheinend eine Weiche falsch gestellt. Habe ich noch schnell richtig gestellt. Nächste Station, passt. Schäfflestraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U4 in Richtung Bornheim vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ja, Ausstieg genau. In Fahrtrichtung rechts. Ich fahre jetzt extra mal ein bisschen langsamer. Weil ich nicht weiß, ob da vorne wirklich das Signal auf grün oder rot ist. Ich weiß es nicht. Weil ich wirklich direkt hinter der U4 bin. Ich kann aber ein bisschen schneller fahren, oder? Bisschen kleinen Tacken. So, ja, wir dürfen 30 fahren. Ich fahre jetzt 40, aber okay. So, jetzt sollte ich eigentlich geradeaus fahren. Ich hoffe zumindest mal, dass ich geradeaus fahre. Wenn nicht, wäre das auch scheiße. Ich fahre geradeaus, okay. Und da kommt mir eine U4 entgegen. Die fahren übrigens mit 4 Wagen, die U4er. Jetzt auch sonntags im neuen Takt. Nee, nicht sonntags. Doch Samstag und Sonntag jetzt auch. Seit dem 14. Ich weiß nicht, warum die Samstag und Sonntag jetzt auch mit 4 Wagen fahren. Weil sonst haben eigentlich 3 Wagen immer ausgereicht. Und sonntags okay, 2 Wagen. Okay, konnte man bisher immer noch, ja, nehmen. Aber, ja. Also U4 fährt jetzt mit 4 Wagen statt 2. Ich weiß nicht warum, aber ist mir auch wurscht. Ich find's cool, da hat man dann auch manchmal sonntags früh um 8 Uhr oder so einen Wagen für sich alleine. Das ist ja auch mal was ganz Cooles, oder? Hat man bei der U-Bahn auch nicht immer. So. Ja, die U4 fährt jetzt da rechts rein. Da darf sie auch nur 50 fahren. Man sieht die jetzt auch nicht, weil hier so wieder ein Bug ist. Ich mag diese Bugs überhaupt nicht, Alter. 1, 2. Ja, wird immer noch nicht angezeigt. Egal. Ist mir jetzt auch wurscht. Und da kommt schon der eine Kurs U5-Wagen, der U7. Nächste Station. Ah, winken hier. Oh, das ist sogar der 4-Wagen-Zug. Wir sind nämlich in der Hauptverkehrszeit mit 4 Wagen unterwegs. Weil nicht genug U525er in Ost stehen. Die reichen gerade so für die U6. Ist auch ganz interessant. Aber jo. So, Gewinnerstraße. Da ging früher mal die Straßenbahn links nach Bergen ab hier irgendwo. Hab ich auch mal ein paar Fotos und Videos gemacht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da auch ein Video, also wenn ihr wollt, dass ich da ein Video hochlade, kann ich das auch gerne machen. Weil ich habe mir da mal angeschaut, was da so abgeht. Und da ist wirklich die Trasse noch sehr, sehr gut sichtbar. Auch wenn die Schienen nur noch am Bogen, also an der Gleisschleife enden. Da sind. So, und da ging das dann früher rein, da die Gewinnerstraße lang. Schau. Da ist noch eine U7 in Richtung Hausen und die U4 ist schon da vorne. Okay, das ist okay. Das ist in Ordnung. So, dann fahren wir mal weiter.
zur Kruppstraße. Nächste Station, Kruppstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und dann kommen wir auch gleich am Hessen-Center vorbei. Einem großen Einkaufszentrum. Hier links sind auch, ist auch eine Tankstelle im Übrigen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Aufnahme drin. Ich glaube, U7 mit Altwagen hieß sie. Oder war das U5-Wagen auf der U6-7? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon, also ist schon ein bisschen älter, das Video. So. Wir fahren anscheinend Montag bis Freitag. Ich weiß auch nicht, welcher Tag das ist. Ist anscheinend wirklich Montag bis Freitag. Kann ich ja mal hier schauen, wenn das hier drin steht. Sonnig, ach, oh Gott, Gott, ich wollte hier auf starker Schneefall machen, ne? Wie bin ich dann? 1. Januar ist gut, ja. Realistisch, oh, nee, Entgleisung will ich eher nicht so. Entgleisung ist kacke. So, oh. Alles ist gut, okay. Oh, ich dachte eben schon die Farbe rot. Nächste Station, Hessen Center. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, nochmal ein bisschen mit Schnee hier langfahren zum Hessen Center Frankfurt, wo man auch noch schnell Weihnachtsgeschenke einkaufen kann, weil wir haben ja heute Heiligabend, ne? Und wer seine Familie erst die nächsten Tage sieht, der hat Glück. Ich glaube, das ist ein U2-Wagen, der U4 könnte es sein, oder ist es eine U7? Ne, ist eine U4 nach Bockner Warte. Die fahren nämlich auch noch mit U2-Wagen. Doch erst nochmal bleiben die U2-Wagen. Bis Sommer. Also wer U2-Wagen noch sehen möchte, muss sich zu U4 begeben. Bis zum Sommer noch, ja. Da habe ich auch schon vieles gesehen. So, Linie U4, U2-Wagen, Spiegel rechts einklappen. Linie U4, achso, die Linie U4... mit dem U2-Wagen. Also wir sind U7 und können den Spiegel nicht einklappen. Keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß es nicht. So, jetzt fahren wir nach Enkheim Endstation, ja. Nächste Station, Enkheim. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 42, zu den Buslinien des Stadtverkehrs Maintal. So, wir fahren jetzt rechts, das ist nämlich das Gleis der U7. Ich weiß nicht, ob das in echt... Nein, wir fahren nicht rechts. Dann fahren wir links, weil das das Gleis der U7 ist. Nur ich weiß nicht genau, wie das in echt ist. Sie können ja mal schreiben, wie das hier in echt ist, welche Linie oder ob das völlig egal ist, wie das ist. Weil ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es gerne mal erfahren. Und das wäre ganz cool, wenn ihr mir das mal schreiben könntet. Nächste Zug, U7 in Richtung Hausen, über Konstantinopel, Hauptbahnhof, Warte. So, gut, dann lassen wir mal die Fahrgäste hier aussteigen und ändern noch schnell das Rollband nach Enkheim 36. Nee, Enkheim Hausen 37. Bin ich dann? Ich habe doch so ein Rollmann bei mir stehen, Alter. Das weiß ich selbst nicht, Alter. So, so, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Verbringt schön viel Zeit mit eurer Familie. Ich sage euch, das ist immer das Schönste an Weihnachten, mit der Familie zusammen zu sein. Geschenke sind nebensächlich, aber natürlich auch cool. Ja, Freunde, ich würde sagen, ab jetzt gibt es erstmal eine Woche keine Videos, weil, wie gesagt, ich bin bei meiner Familie. Zumindest feiern wir immer und dann bin ich auch noch mal kurz im Urlaub und dann bin ich am 01.01.2015 frisch für euch wieder da. Ob es ein Best-of-Special gibt, weiß ich noch nicht. Wenn ich es hinbekomme, mache ich es. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann mache ich irgendein anderes kleines Video oder werde ich schon irgendwas hinbekommen. Ich würde sagen, euch frohe gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum 01.01.2015.
Und ein letztes Mal im Jahr 2014 sage ich, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Crazy Wolfie. Ciao, ciao.